So, wir müssen gucken, dass wir dringend mal bei einem Waffenhändler oder so Zeug verkaufen. Isn't that lovely? Aber ja, wir haben noch ein Kopfgeld. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Kopfgelder, die wir abgeben können, wenn wir wieder in der Kataka sind. Was ich schon mal recht gut finde, das ist dann wieder mehr Geld für uns. Hey, und wir waren jetzt ganz im Süden sogar. Also südlicher geht's nicht mehr wirklich. So. Oh, da unten ist noch Wasser, das wir mitnehmen sollten. Sicher ist sicher. Und ich weiß nicht, ob ich mir die bezahnte Straße mal ansehen sollte. Also ja, sicherheitshalber ein Quicksave. Das Wasser wird am Steuerbord Bug deines Schiffes dunkler und in der Ferne erheben sich zerklüftete Spitzen und Sch Spritzer aus den Wellen. Laute Stimmen wehen vom Steuer herüber. Das Teotara-Wunder muss hier in der Nähe sein. Jeder Seemann muss es einmal gesehen haben. Giolo, der Rothändige, presst seine Hände in dringlichem Flehen zusammen. Aber Beodul und Körber so entschlossen das Steuerrad, dass man die weißen Knöchel sieht. Mich kümmert es nicht, weil es Ondras salziger Busen ist. Wir segeln nicht durch ein Riff. Beodul bemerkt dich und entspannt sich. Captain hilft mir, Giorudo, den Rothändigen, zur Vernunft zu bringen. Er sieht euch beide erstaunt an und unsere Chance verpassen. Seeleute warten oft wochenlang auf ein ruhiges Wetter und Wasser. Wenn wir je das Teotara-Wunder sehen wollen, ist jetzt die Zeit dafür. Einige Mannschaftsmitglieder haben sich versammelt und hören zu, ihre Augen funkeln hoffnungsfroh. Ja, was ist mit das Teotara-Wunder? Oswald, haben wir Karten, die uns durch das Riff führen können? Regiere, in welchem Zustand befindet sich unser Rumpf? Bring uns durch das Riff. Plane einen Kurs um das Riff herum, ich riskiere keinen Schaden am Schiff. Was ist das Wunder? Giotto, der Rothändige, zuckt mit den Schultern. Es soll ein großartiger Anblick sein, ein uraltes Geheimnis. Haben wir es selbst noch nie gesehen. Alt Engrim nickt. Ein Graumbart, der mir einst in einer Mannschaft war, mit mir einst in einer Mannschaft war, behauptete, er hätte es gesehen. Er hat geschworen, es habe ihm 10 Jahre gute Gesundheit und günstige Winde eingebracht. Die anderen Seeleute murmeln aufgeregt. Beodo seufzt. Auch wenn dieses Wunder in der Nähe ist, es gibt keine Garantie, dass wir es sehen, wenn wir durch dieses Riff fahren. Oswald, haben wir Karten vom Riff? Oswald nimmt halbherzig. Sie sind lückenhaft, sondern aber genügend vorausgesetzt. Beodo kann uns hindurchbringen. Beodo sieht Oswald finster an. Regiere, welchem Zustand ist unser Rumpf? Regiere grinst. Er ist im guten Zustand, Captain. Ich alleine würde das Schiff durch kein Riff segeln, aber jetzt wäre zumindest eine gute Gelegenheit, es einmal zu versuchen. Dann bringen wir uns mal durchs Riff. Die toten Korallen ragen aus der Oberfläche empor und ragen wie Spinnenbeine nach oben. Der Wind pfeift durch die zerklüftete Struktur hindurch. Unter dem Wasser schwimmen Fischschwärme über die glänzenden Riffe. Minus 6 Medizin. Biodo versucht das Schiff durch das Riff zu führen, aber mit einem Beben, das durch Mark und Bein geht, kratzt das Schiff am Riff entlang. Ein Geräusch von brechendem Holz hat über das Deck und die Männer verteilen sich, um den Frachtraum hinabzusteigen und Schäden zu reparieren, bevor die Vorräte verderben. Biodo hat Seemannserfahrung 1 erhalten, medizinische Vorräte 6 verloren. Okay. Die vielfältigen Untiefen gehen ins blaue Gewässer über. Ein riesiger Krater öffnet sich rings um dich und ist breit genug, um eine ganze Flotte zu verschlingen. Beodo seufzt vor Erleichterung, als Giodo, der Rothängige, den Horizont nach Anzeichen des mysteriösen Wunders absucht. Die Defiant segelt weiter. Ja, Beodo hat einen Rang erhalten, Mannschaft hat Seemannserfahrung erhalten, sehr schön. Das heißt, wir haben Max Boral. Können also mal das Essen ein bisschen rationieren. Trinken ist halt so das Problem.
So, jetzt haben wir ein bisschen mehr, bevor wir uns über das andere Zeug hermachen müssen. Ah ja, Beodul hat einen Rang als Steuermann erhalten. Das ist sehr gut. Rumpfzustand ist in Ordnung. Wir haben ein bisschen Medizin verloren. Wir haben aber noch mehr als genug an Bord. Dass ich mir da jetzt keine so großen Sorgen mache. Makara-Riff, EP erhalten. Das ist immer schön. Und das hier müsste die Insel sein, oder? Ja. Das heißt, wir umsegeln sie einmal. Ja, ich finde es immer schön, wenn sie singen. So, 100 Moral. Wasser. So, heulende Schlucht. Der Wüstenwind trägt von der Felsschlucht vor dir ein zischendes Geflüster an deine Ohren. Von Knacken und Platzen durchzogen erinnert es dich an Eier in einer heißen Pfanne oder einem brennenden, trockenen Busch. Doch das tiefe Brüllen, das es begleitet, lässt dir die Haare zum Berge stehen. Ja, hören wir es mal aufmerksam zu. Ja. Sie hört sich ein wenig wie Flüstern an. Dann schicken wir mal Ishiza vor. Maya nickt dich an und erhebt einen Arm. Ishiza flattert und schießt in den Himmel. Schon bald ist er nichts weiter als ein kleiner Punkt, der über dir kreist. Ein paar Minuten später kehrt er zurück und landet auf Ishizas Arm. Ein Jungdrache und eine Handvoll Zauberrips. Wir können sie überrumpeln, wenn wir vorsichtig sind. Na, wer ist ein braver Junge? Maya wirft Ishiza ein bisschen Fleisch aus dem Rucksack zu. Dann versuch nochmal du zuzuhören. Erfolg. Der Ton klärt sich zu einem rhythmischen Zwitschern auf, welches langsam und zyklisch steigt und fällt. Es hört sich wie ein Chor aus Stimmen an, unmenschlichen Stimmen. Vorsichtig vorwärts gehen. Behutsam betrittst du die Wüstenschlucht. Du hältst dich im Schatten, der von den hohen Menhiren geworfen wird. Vor dir singt eine Gruppe Xaurips. Sie hopsen auf dürren Beinen umher und wedeln mit ihren Speeren. Vorhin umschlossen erhebt sich die schwarze, ledrige Form eines Jungdrachen. Die Flügel der Kreatur schwingen über ihr, während sie an dem Leichnam eines Wildschweins zu ihren Füßen zerrt. Weiter beobachten. Mit einer kraftvollen Drehung seines muskulösen Halses reißt der Jungdrache das Wildschwein in zwei. Er steht auf, erhebt sein Haupt und verschlingt die hintere Hälfte des Wildschweins komplett. Der Wildschweinkumpel wartet gut sichtbar den Hals des Reptils hinunter. Einer der Xaurips hopst nach vorne, er reißt seinen gefiederten Kopfschmuck von seinem Kopf und wirft ihn beiseite. Nur einen Moment später lässt er auch einen Stab fallen und spreizt seine Arme vor dem Jungdrachen. Das große Biest sieht auf den Xaurip herab. Mit einer blitzschnellen Bewegung frisst es auch den kleinen Wilden mit Haut und Haaren. Die anderen Xaurips jubeln und schlagen ihre Speere gegen ihre Schilde. Die Ablenkung nutzen, um näher zu schleichen. Du bewegst dich leise von Stein zu Stein in die Schlucht und um nicht die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf dich zu ziehen. Ja gut, wir müssen gegen sie kämpfen, aber ein Xaurip ist schon mal weg. Und es ist hoffentlich kein Schabade mehr dabei mit bösen Totems. Also das sieht bis jetzt nur wie der Jungdrache aus. Okay, ist auf jeden Fall da ein Xaurip. Und da sind zwei. Es sind Scharmützler und Meister.
Thessil. Me too. So, du kriegst gleich mal so einen ab. Du gibst ihn zur Jagd frei. Hagrim macht einen verwundeten Schuss auf ihn. Xoti, du buffst mal alle. So, das war ein Xarib-Scharmützler, das ist der andere. Ich glaube, ich muss A mal so machen. B mal leeren, so dass er immer A macht. Yes, Captain. Gut, das war's schon. Obsidianplättchen, Klauen, Goldobel. Next time a challenge. Und Schweinefleisch. Schweinefleisch ist immer gut. So, wir können hier runter abbauen. Naja, dadurch, dass er ein... Oh, da ist noch ein Schamane. I can't do it. Okay, wir können jetzt weitergehen. Sehr schön, dass wir weitergehen können. Da oben sind die Höhle von Xautuktuk. Ah, oh, Schiffszwieback, lecker. Pass des zerbrochenen Speers. Hier kommen wir wahrscheinlich durch, ohne kämpfen zu müssen. Knochen brechen unter deinen Füßen. Verstreut im Sand liegen Skelette, die halb bedeckt von Sandverwirrung und ausgebleicht in der prallen Sonne liegen. An ihren Körpern hängen noch Fetzen ihrer Kleidung und ihre Arme umklammern ihre Taschen. Lymphwürmer kreisen wie Aasgeier über dir. Die Skelette durchsuchen. Du gehst zum nächsten Skelett und nimmst die Tasche von den Überresten. Als du das Skelett störst, erheben sich mehrere Sandfäule mit heftigem Windstoß und kommen direkt auf dich zu. Also, keine gute Idee gewesen. Ich glaube, wir sollten in der nächsten Zeit die Ruhe der Toten respektieren. Was sagt eigentlich so meine Reputation? Ach, die ist ziemlich gut. Xoti mag Palegina nicht, yay. Maya mag niemanden. Und die beiden haben ein kleines Problemchen miteinander. Das hier ist bei Palegina die richtige Aura an, ja. Oh, dann machen wir das so. It makes no difference. Right between the eyes.